Und natürlich möchten alle wissen, wie viel der Spaß hier gekostet hat. Von 12 bis 14.30 gibt es Döner. Zum Abend hin dann Kumpir. Und da hinten sind dann noch Burger ausgeschildert. Also ganz wild. Optisch gesehen Döner, was sagt ihr? Wow, Leute, zieht euch mal rein, was hier aufgebaut wurde. Was geht ab, Team Tabia? And welcome back to einem neuen Video. Und in diesem Video essen wir alles, also 5-Sterne-Hotel. Wir versuchen es zumindest. Mit Kleinkind. Und gehen auf die häufigsten Fragen von euch ein. Unter anderem, wie viel dieser Luxusurlaub hier gekostet hat. Aber bevor das Video jetzt losgeht, beziehungsweise wir uns hier wiederfinden, geht es zum Frühstücken. Morning. Zum Start gibt es ein frisches Omelette. Jetzt hole ich dazu noch mal ein bisschen Brot. Einfach krass, was es hier für eine Auswahl gibt, ne? Jeden Morgen. Cornflakes bzw. Cereals, jegliche Wurstarten, ob vegetarisch, ich glaube sogar vegan. Käsesorten, Obst natürlich nicht zu vergessen. Hier, jegliche Käsesorten, crazy. Hier geht der Käse noch weiter, aber das wird tatsächlich ein bisschen zu viel, das alles auszuprobieren. Ah, hier gibt's, ich sehe da hinten, da gibt es noch Pancakes. Ich glaube, einen Pancake kenne ich mehr. Can I have one pancake with Nutella, please? Yes. Oh, great. Danke. Zieht euch mal die Auswahl rein hier. Süße Schokobrötchen, dunkle Brötchen, Donuts zum Frühstück. Da hinten gibt es noch Simmel. Es ist halt wie eine Bäckerei hier. Crazy, oder? Danke. Also so kann man es sich wohl schmecken lassen. Omelette, schwarzes Brot. Einen süßen kleinen Pancake, sieht ein bisschen traurig aus, so ganz alleine. Wo sind eigentlich deine fluffigen Brötchen, die du sonst immer hast? Ich konnte ja noch nicht gehen, Mann. Ich wollte dir welche mitbringen. Ich bring dir gleich noch welche. Und einen frisch gepressten Orangensaft. Gut. Probieren wir mal das gute Omelette. Und diejenigen, die mich kennen, wissen, bei mir gibt es gefühlt jeden Tag 2 Eier. Und wenn das jetzt nicht schmeckt... Wow. Genau ein Omelette nach meinem Geschmack, muss ich sagen. Ich finde, ich muss gar nicht viel mehr Salz haben, weil Jody meinte, ein bisschen mehr Salz. Und direkt zur ersten Frage, mein Schatz. Was würdest du sagen? Für den nächsten Urlaub wieder Hotel, all-inclusive oder lieber Apartment mit Selbstverpflegung? Die Frage kam nämlich auf. Es war jetzt schon angenehm mit dem all-inclusive. Ich würde vielleicht das nächste Mal einen anderen Urlaubsort wählen, weil... Also ich war ja noch nie in so einer Hotelanlage, ist auch mal geil, so einen reinen Badeurlaub zu machen. Aber irgendwann wurde es dann schon ein bisschen langweilig. Also wir haben halt sonst nichts gemacht, außer gebadet. Gebadet, gegessen. Das nächste Mal würde ich vielleicht schon auch wieder All-Inclusive nehmen, aber halt einfach in einem Urlaubsort, in dem man sich einfach auch was anschauen kann. Ja, wo man sich ein bisschen mehr austoben kann. Genau, ja. Wo man halt noch was erleben kann. Aber diesen süßen Pancake, den lasse ich mir nicht entgehen. Ja, Jodys sind besser. Also, da hätte ich jetzt mehr erwartet, aber gut, es ist ein guter Pancake, der ist mittlerweile schon kalt ist. Eigentlich stehen wir auf das Essen hier, aber manchmal erwischt man so Sachen, die dann kalt sind, die sind dann halt nicht mehr, die haben nichts mehr Besonderes mehr, ne? So, das letzte Mal den Strand und die wunderschöne Poolanlage genießen. Und nochmal schön hier durch die Buden nochmal durchmampfen. Ich zeige euch gleich mal, was es hier wirklich alles gibt. Ich habe ja schon einiges im letzten Video gezeigt, aber ist schon crazy, muss man sagen. Oh Gott, ist das überbelichtet. Und es gibt hier mehr als eine Kinderpoolanlage. Da hinten ist ein Kinderpool, der ist aber rappelvoll und wir wollen heute am letzten Tag mal ein bisschen Ruhe genießen nochmal. Deswegen gehen wir hier in so einen Undercover-Pool, der eigentlich fast immer leer ist. Ich weiß nicht, ob ich euch das im letzten Video gezeigt habe. Geiles Ding, aber zieht euch jetzt mal rein. Hier ist einfach nichts los. Nichts los. Die ganzen Bunkerlos sind leer. Sonst muss man sich fast kämpfen, um diese Bunkerlos zu bekommen. Und hier sind die einfach leer. Ja. Wenn ihr den Pool nebenan sehen würdet, der explodiert einfach. Wir gehen mal auf die nächste Frage ein. Und zwar war das auch deine Frage, sprechen die da überhaupt Deutsch oder Englisch? Ich wäre der Meinung gewesen, dass sie hier eher vermehrt nur Türkisch sprechen. Aber tatsächlich in der Hotelanlage sprechen so viele Mitarbeiter Deutsch.
gutes Deutsch. Und vor allem draußen auch in den ganzen Läden und so. Englisch sowieso. Und Englisch sowieso. Wir also. Hatten einen Zimmerboy, der uns ein bisschen mit dem Jacuzzi geholfen hatte. Ja. Der hat leider nur Türkisch gesprochen. Der hat einen Übersetzer dann benutzt. Genau, der hat dann den Google-Übersetzer benutzt. Und das ging dann. Und dann ging's, ja. Und auch eine Frage, die viele Eltern gestellt haben, ob die Pools hier beheizbar sind, beheizt sind. Also die Kinderpools, die zwei da hinten definitiv. Warum auch immer, der hier nicht. Vielleicht, weil der nicht so besetzt ist hier von Gästen. Also hier ist wirklich leer. Das Ding ist relativ kalt, so wie die Pools für die Erwachsenen. So sage ich das mal, die tiefen Pools. Aber die zwei drüben sind richtig schön lauwarm. Also grundlegend super für Kids. Bevor wir euch aber noch ein bisschen Food hier aus dem Hotel zeigen und ein paar Fragen beantworten, eine kurze Abkühlung. Und das Wasser ist wirklich hier kalt, muss ich sagen. Ich habe euch ja versprochen, dass ich euch nochmal den ein oder anderen Foodspot zeige und das ein oder andere auch für euch ausprobiere. Und was darf natürlich nicht fehlen in der Türkei? Tatsächlich, weil hier denke ich mal, also Döner ist natürlich, selbst wenn man hier in Antalya reingeht, findet man gefühlt auch an jeder Ecke. Aber hier gibt es viele deutsche Urlauber, die kennen den Döner. Deswegen probieren wir mal den Hoteldöner aus und schauen mal, ob der was kann. Von 12 bis 14.30 gibt es Döner. Zum Abend hin dann Kumpir. Und da hinten sind dann noch Burger ausgeschildert, also ganz wild. Hallo, gerne Tomaten bitte, Salat und ein bisschen Soße, das passt. So, Zwiebel brauche ich nicht, nee, auch keine Jalapenos, nur ein bisschen Soße, ja genau. Also, optisch gesehen Döner, was sagt ihr? Sieht aus wie so ein Homemade-Döner, finde ich. Also das ist ja nicht so richtiges Fladenbrot in dem Sinne, aber wir probieren mal. Ich habe keine Ahnung, wie ich den essen soll, Alter. Ist mein Mund dreckig? Ja. Auf beiden Seiten. Sieht aus wie ein Joker. Also ich muss sagen, die deutschen Döner sind besser. Das schmeckt einfach nur so wie so ein... Also es schmeckt so sehr gesund, weil das Fladenbrot schmeckt so sehr selbstgemacht. Da fehlt die Würze und irgendwie... Es schmeckt sehr selbstgemacht. Ja, es schmeckt so. Selbstgemacht ist eigentlich gut. Ja, ist es auch eigentlich gut, aber so der deutsche Döner schmeckt das so richtig saftig, mächtig, weiches Brot. Wisst ihr, was ich meine? Der deutsche Döner vom deutschen Türken. Vom deutschen Türken, genau. Für den Urlaub absolut okay. Ja, alles. Da das Fleisch ein bisschen trocken. Genau, nur die fand das Fleisch ein bisschen trocken. Ist auch eher Fastfood hier, ne, zwischendurch. Darf man jetzt nicht so viel erwarten. Ja, ist trotzdem lecker. Also ist trotzdem, kann man essen. Ja. Ayran aus der Türkei natürlich auch noch mal probieren. Geil. Den finde ich richtig schön erfrischend. Gut für die Verdauung vor allem. Also, ich habe heute schon 3 getrunken. Hast schon 3 getrunken. Ich habe gestern auch 3 getrunken. Gibt's auch hier. All inclusive nonstop. In dem Sinne würde ich sagen, gehen wir mal in die nächste Frage über. YouTube ist ja immer familienfreundlich. Wie ist es so mit der Liebe im Urlaub? Sehr liebevoll. Sehr liebevoll. Nee, also, wir haben ja zum Glück 2 Zimmer. Zum Glück, ja. Gebucht. Die Roomtour gab es im letzten Video, gerne anschauen. Genau, sprich, wir können Juna halt hinlegen und haben das Bett dann für uns. Das ist sehr angenehm. Ja. Von dem her so. Hatten wir da keine Probleme. Haben wir keine Probleme, das war auch der Sinn. Also jeder Cent war es auf jeden Fall wert, dieses extra Zimmer zu nehmen. Weil am Ende des Tages ist es nicht nur der Urlaub von uns dreien, sondern auch der Urlaub von uns beiden. Ja. Und das soll nicht auf der Strecke bleiben. In einem Zimmer, ich glaube, das wären 20 Quadratmeter gewesen, mit Juna nachts immer oder abends immer ruhig sein, dass sie schläft und nicht aufwacht. Also, kommt natürlich auch aufs Kind drauf ja, an. Ich mein, klar. Ich glaube, bei vielen geht es da draußen tatsächlich ja. auch zu Hause gar nicht anders. Deswegen alles machbar, aber es war auf jeden Fall ein Mehrwert. Ja, es hatte auf jeden Fall einen riesen Mehrwert. Wie ist das Essen für Juna? Isst Juna alles mit im Hotel? Naja, das Ding ist eigentlich, dass Juna sich total ablenken lässt im Speiseraum, weil da so viele Kinder ja. sind, dass sie immer 5 Bissen nimmt und dann wenn sie raus und spielt. Wenn es mal 5 Bissen wären, sie geht dann raus, runter, ja. will dann raus aus dem Hochstuhl und dann läuft dann sie ihre Spielsachen aus und versucht die anderen Kinder zu animieren und ja, so viel zum Thema Juna. Ja. Ich denke, sie würde es essen, wenn sie nicht so abgelenkt wäre. Wir nehmen dann immer ein bisschen was mit auf das Hotelzimmer, Banane und so weiter. Ja. Und dann isst sie da nochmal ein bisschen. Ja, aber... Und hier am Pool ist sie eigentlich ganz gut. Ja, also definitiv. Pommes und so weiter gehen immer gut. Pommes und so gehen immer rein, definitiv. Aber man muss sagen, selbst für Kids haben die so extra so eine kleine Abteilung, ja, wo es ein paar Nudeln... Genau, so kleine Hackbällchen. Kleine Nudeln. Gemüse. Ja.
Kartoffelpüree, also auch genau. Die Kids kommen nicht zu kurz. Holen wir uns noch ein paar Gözleme. Kann mir das bitte in Türkisch in den Kommentaren übersetzen? Was heißt Gözleme? Was ist das, Fladenbrot? Ich weiß es nicht. Hello! Can I have two with sugar, two with cheese and two with potatoes? Geht hier direkt in die nächste Runde. Also hier kann man mega gut so eine kleine Hotel 5 Sterne Foodtour machen. Hier, mein Schatz, probier mal ein. Kennen die was? Ist das deins oder nee? Eher nicht so. Was? Bitte? Ist da Kartoffel? Kartoffel ist da drin, ja. Ganz lecker. Schmeckt lecker, ne? Und ich probiere auch mal so ein Ding. Potato finde ich tatsächlich mit Kartoffeln am besten. Die mit Zucker Majuna am liebsten natürlich, weil die auch schön knusprig sind. Wobei der nicht so. Und dann gibt es hier nochmal einen mit Käse. Die mit Käse sind auch sehr geil. Ich muss echt sagen, ich freue mich, dass wir es doch noch geschafft haben, hier so eine kleine Foodtour abzudrehen. Und hier, wo normalerweise die Kinderdisco und die ganzen Animationen teilweise veranstaltet werden, gibt es auch natürlich nochmal ein Mittagsbuffet. Also unabhängig von diesen Buden gibt es hier nochmal ein separates Mittagsbuffet. Ich muss sagen, also wirklich krass, was die hier an Food auffahren und auch was es logistisch eigentlich heißt. Das ist einfach nur krank, wie viel hier im Background bestimmt abgeht, was wir gar nicht mitbekommen. Oh, schaut euch mal an, hier gibt es auch nochmal türkische Pizza, alles am Start. Lecker, lecker. Ich weiß nicht, ob man es sieht, aber da wird Penne sogar frisch zubereitet, auf Wunsch. Und als ob es nicht genug wäre, hier gibt es auch natürlich noch ein paar Süßigkeiten, ein paar Puddings. Zieht euch diese Torte rein, heftig, oder? Also die ist wirklich juicy. Salatbar auch gefühlt hier 24 Stunden lang am Start. Ein bisschen Antipasti, also alles, was das Herz begehrt. Aber Salat haben wir schon genug gegessen in den letzten Tagen. Deswegen gibt es ein bisschen Gemüse. Can I have two pieces of the, yes, of the melon? Yes. Great, thank you very much. Thank you. Ich bring mal den Mädels jetzt mal was Gesundes mit. Wunderschöne Frau, ich habe ihnen Wassermelonski mitgebracht. Danke. Kann man sagen, was man will, aber die Wassermelonen sind hier ein bisschen anders, ne? Viel leckerer. Ja, viel leckerer. Und ich bin ja auch ein absoluter Freund von grünen Äpfeln. Bei mir nicht die roten, sondern die grünen. Und die schmecken ja einfach so geil. Ich esse jeden Tag 2-3 Stück. So, für uns geht es jetzt zur Sandy Bar. Und zwar die Bar, wie man schwer übersehen kann, am Strand. Thank you. Junas und Jodys Lieblingskekse. Die sehen so unscheinbar aus, und aber... die sind gefüllt mit Schokolade. Genau, die sind gefüllt mit Schokolade. Das ist lecker, ne? Seht ihr das? Die Sweets hier sind mega lecker. Man muss ja echt aufpassen, dass man nicht irgendwie mit 10 Kilogramm zurückkommt. Was schätzt du? Meinst du, wir haben was zugenommen hier? Ich habe irgendwie an mir nichts festgestellt, nein. Ja. Ich irgendwie auch nicht. Wobei ich sagen muss, wir haben die ersten Tage richtig Gas gegeben, dann haben wir 2 Tage weniger gegessen und dann ging es wieder. Ich habe auch mal abends nur einen Salatteller gegessen. Ja, um das ein bisschen zu kompensieren, genau. Und wenn ihr das letzte Video apropos noch nicht gesehen habt, checkt gerne den Link unten in der Beschreibung, da zeigen wir noch ein bisschen mehr von dieser Hotelanlage und von unserem Urlaub. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, abonniert bitte den Kanal. Das ist die größte Unterstützung, die ihr tun könnt für uns. Like gerne jedes Video, wenn es euch natürlich gefällt, wenn es nicht gefällt, gerne disliken. Und ganz wichtig. Okay, Juna, alles gut? Und damit ihr weiterhin keine Videos von uns verpasst, gerne die Glocke aktivieren. Und unser Kind läuft gerade weg. Juna! Nochmal das letzte Mal das Wasser genießen, ne? Nochmal am Töpfer. Muss so schnell sein. Man sieht es nicht so ganz, weil das in der Dunkelheit ist, mein Schatz. Aber gut gemeint, Team Tapia. Juna, wie immer, ganz klare Richtung, weiß ganz genau, wo sie hin will. Und zwar auf diese Schaukel, die habt ihr ja im letzten Video schon gesehen. Apropos, hier, der Name des Hotels. Delphine Imperial. Beziehungsweise die Frage auch mal beantwortet, wie heißt das Hotel? Da hinten in der Ecke sehen wir eine wunderschöne Frau und da, links daneben, den Namen des Hotels. Und bevor die Frage aufkommt, wo wir hier ganz genau sind, haben wir eigentlich im letzten Video schon beantwortet, in der Türkei. Und ich glaube, der Ort heißt hier Lara, ne? Lara. Lara, ne? L-A-R-A.
direkt vom Strand zurück gibt es erstmal eine Fastfood-Haustour. Wir haben natürlich schon einiges hier probiert. Auch die Onion Rings sowie die Nuggets sind okay. Ist halt pures Fastfood, was aber geil ist. Das seht ihr. Sieht man das? Da, diese Potato Twists. Hallo, kann ich einen so Potato Twist haben, bitte? Und gerne einen Hotdog mit Barbecue-Soße. Barbecue, yes. Thank you. Okay, ist doch noch ein Hotdog draus geworden. Wollte ich euch einfach mal zeigen, aber ich kann es schon so vorab sagen. Ist jetzt nicht der beste Hotdog auf der Welt. Oh, der fällt hier ein bisschen auseinander. Der ist diesmal aber nicht so schön geworden. Nee, die waren sonst schöner. Ja. Irgendwie immer fürs Video, gell? Ja. Aber lecker. Lecker, ne? Einige Spielstunden später. Also, was absolut uncool ist, an jedem Urlaub ist das Ende. Zieht euch diese Katastrophe rein. Und dann, ich wollte gerade sagen, Alter, ich habe eine Sekunde nicht hingeguckt. Weil er die ganze Zeit nur rumsteht und irgendeinen Scheiß labert. Meint, ich kümmere mich ums Kind. Junior guckt da drüben Pepperwoods. Ich hab mit dir gehopst auf dem Bett zum Beispiel. 5 Sekunden lang. Ja, immerhin. Also Mama räumt dann weiter mal auf und fängt dann zu packen. Ja, ganz genau. Ich bin einfach verwöhnt. Ich habe hier einfach die letzten 10 Tage nichts aufgeräumt. Deswegen habe ich irgendwie gerade nicht die Motivation, das heute zu tun. Obwohl ich daheim relativ ordentlich bin. Einige Spielstunden später. Und wo geht's jetzt hin, mein Schatz? Essen. Essen. Ab zum Abendessen. Und ich kann euch eins sagen. Ich traue immer noch diesem einen Salat hinterher. Vom letzten Mal. Ne? Der war so lecker. Ich hätte mir noch einen holen sollen. Ich habe noch überlegt. Hole ich mir noch einen, aber dann hier gibt es immer die Motto-Tage und es gibt heute zwar keinen Fisch, aber Krabben. Oh, zieht euch das rein. Alter Falter. Also ist gar nicht meine Welt, muss ich sagen, aber schreibt es in die Kommentare. Und natürlich zum Anlass der Abreise von uns heute nochmal Eiskulptur aufgestellt. Crazy, ne? Leute, zieht euch das rein. Was ist das Geiles? Und zwar bereiten die das hier live zu. Zieh das jetzt mal rein. Das sieht aus wie so eine... Boah, Wahnsinn! Wow, Leute, zieht euch mal rein, was hier aufgebaut wurde. Torten über Torten. Verrückt. Also das ist echt ein Prachtstück. Und als ob es nicht genug war, geht's hier natürlich gleich weiter. Also man muss echt aufpassen, das muss ich echt sagen, dass man hier nicht sich einfach überfrisst. Guck dir das an, crazy, oder? Alter, krass. Das sehe ich gerade zum ersten Mal, als sie so heftig aufgetischt haben. Boah, meine Lieblingsschokolade, ich werde verrückt. Und hier gibt es sogar Pantuni Fladenbrot mit Fleisch. Also das probieren wir auf jeden Fall mal. Das ist genau mein Ding. Oh, great. Thank you very much. Und bevor hier gleich eine riesen Schlange entsteht, dachte ich, gönne ich mir direkt ein. Weil ich kann mir vorstellen, wenn alle satt sind, dann ist hier eine riesen Schlange. Mega. Krass, oder? Da stand dabei, was es jetzt genau ist. Keine Ahnung, lass uns herausfinden. Aber als Vorspeise habe ich mir so ein Burrito geholt. Bulgur, ich liebe den Bulgur einfach hier in der Türkei. Gefüllte Tomaten und ich glaube, das ist eine gefüllte Paprika. Sieht nicht so spektakulär aus, aber ich wette, das schmeckt brutal. Juna hat sich hier schon am Nachtisch vergriffen. Zieh dich mal rein, was ich hier noch geholt habe. Hier gibt es auch Schokotorte. Dann gab es hier eine riesen Auswahl an Schokolade. Crazy, ich habe von allem mal ein Stück geholt, dass wir uns mal durchprobieren können. Dann wie gesagt mein Teller und... Du musst das schnell filmen. Okay. Oh Gott. Okay. Zu spät. Zu spät. Juna hat es schon vergriffen. Ich habe schon gefilmt, zum Glück. So, ich fange mal mit dem Burrito an. Ich sag's euch, mit Kind ein Video drehen. Juna ist hier nur am Rotieren. Ich fange mal an zu essen. Und Juna läuft wieder weg. Mein Freund ist. Also. Ich hole mal kurz unser Kind. Jetzt wisst ihr auch, warum nicht so viele Food-Videos kommen. Weil es einfach mit Juna, das Essen ist schon kalt. Prost. Krass, ich muss so probieren. Ich bin die Bombe. Richtig lecker.
Und was sagst du? Wie findest du das? Ich finde es mega lecker. Ja? Das ist mein zweiter Bezug. Ich muss sagen, ich finde das okay, aber tatsächlich schmeckt der Wrap und vor allem, was auch immer das hier ist, irgendwie gefüllt mit Hack und Reis, viel, viel geiler. Nachdem Juna gerade 50 Mal weggelaufen ist, zum Glück kann Nachtisch eigentlich nicht kalt werden. Weil der ist schon kalt in unserem Fall. Also, mein Schatz, womit möchtest du beginnen? Geil? Ja, warte mal, jetzt bin ich auch runter. Jetzt bin ich aber heiß. Boah. Das ist lecker. Was ist das für eine Creme? Wahnsinn. Also wenn wir heute Abend mit Bauchschmerzen ins Bett gehen, definitiv selbst schuld. Was ist das bitte? Haselnüsse in weißer Schokolade? Ja, ja, das sind verschiedene Schokoladen. Guck mal, hier sind Pistazien drin. Ein Macaron? Ja, hier ist ein Macaron. Das ist irgendwie dunkle Schokolade und hier, I don't know. Einfach mal probieren. Das muss ich mir jetzt gönnen. Wir lieben ja beide weiße Schokolade und ich liebe ja auch Haselnüsse. Was sagst du? So, auf Rittersport angelehnt. Voll. Ja? Voll geil. Schön ist das so Rittersport. Ja. Ja? Also nee, es, man sieht, dass es selber gemacht ist. Aber das schmeckt wirklich geil. Mal also, probieren. Krass. Jetzt bekommt June auch ihr Eis. Ja. Katzi, willst du ein Eis haben? Oh. Ups. Okay. Das gefällt dir nicht, mein Freund. Die Mama auch mal hochgenommen. Wir lachen, was für Rahmeneltern, alle lachen. Eltern des Jahres. Eltern des Jahres. Mittlerweile haben wir schon den Abreisetag. Ihr wollt gar nicht wissen, was gestern Abend los war. Juna zahnt, I don't know. Auf jeden Fall, 2 Stunden hat sie Gas gegeben. Sorry genau. An die Nachbarn hier, aber... Vielleicht hat sie auch gemerkt, dass sie nach Hause fahren wollte ja. Und nicht. Genau, wollte im Urlaub bleiben. Wir wollten jetzt nochmal abschließend nochmal einige wichtige Fragen beantworten, die ihr uns gestellt habt, sehr häufig. Unter anderem, wieso die Corona-Bedingungen hier vor Ort sind. Wir müssen echt sagen, das Hotel ist mega aufmerksam. Hier tragen alle Mitarbeiter Masken. In jeder Ecke sind Desinfektionsspender auch. Und auch im Zimmer bekommt man direkt so ein Kit, wo so Masken drin sind, Handdesinfektionsmittel und so weiter und so fort. Es gibt einem auf jeden Fall ein angenehmes Gefühl. Im Fitnessstudio wird selbst nach jeder Schicht... Termine auch machen. Genau, Termine vereinbaren, wird nach jeder Schicht direkt das ganze Studio durchdesinfiziert. Also die geben hier wirklich Gas, dass hier alles clean bleibt. Das dazu, weil das viel interessiert hat. Und natürlich last but not least, wie viel hat der ganze Spaß gekostet? Uns geht es dabei nicht darum, irgendwie zu protzen. Versteht uns nicht falsch, aber wir wissen, viele Eltern vielleicht können sich schon Urlaub vorstellen. Und möchte halt einfach kalkulieren. Kalkulieren, genau, wissen, wie viel so ein Spaß kostet. Wir waren jetzt 11 Tage hier, 10 Übernachtungen. Der Spaß hat uns vorerst 3.000 Euro glatt gekostet. Und dann haben wir vor Ort noch ein Upgrade gebucht für dieses Family Deluxe Zimmer mit Whirlpool, mit 2 Zimmern statt 1. Genau. Und das hat uns ungefähr 1.000 Euro gekostet. Das heißt, insgesamt 4.000 Euro. Genau. Und dann halt noch ein bisschen Taschengeld. Genau. Wobei das echt nicht viel, weil du brauchst ja echt nicht viel, ne? Nee, also. Ja. Wir haben, glaube ich, sogar noch was über. Das wollten wir noch als Trinkgeld da lassen, weil das Personal sehr, sehr freundlich war. Ja, sehr freundlich. Also das Personal, muss ich sagen, 10 von 10. Wirklich, eine 10 von 10. Und das Personal ist wirklich eine Rakete. Und Leute, ich war neulich an meinem Geburtstag in einem Ein-Sterne-Restaurant. Ein Michelin-Stern, genau. Also nicht Ein-Stern-Google-Bewertung, sondern ein Michelin-Stern. Und da war die Bedienung deutlich schlechter als hier. Ja. Wirklich. Und ich war echt... Und teilweise das Essen war deutlich schlechter. Ja, Tatsache. Also
müssen echt sagen, dieses Hotel hat sich gelohnt. Wir würden es definitiv auch an euch weiterempfehlen. Es ist keine bezahlte Werbung. Vielleicht auch mal ein zweites Mal buchen. Mal schauen, wo die nächste Reise hingeht. Genau, also die nächste Reise wird auf jeden Fall bei uns woanders hingehen. Aber nicht, weil das Hotel schlecht war, sondern weil ich dann schon die mehr Person sehen. Bin, die ein bisschen mehr noch sehen möchte. Genau. Logisch. Hier mal einen Ausflug machen, da mal eine Innenstadt sehen. Gut, wir waren jetzt einmal in Antalya, aber das hat mir irgendwie nicht gereicht. Das war zum Ausspannen jetzt mal mega geil, einfach mal nichts zu tun. Ja. Aber der nächste Urlaub soll wieder ein bisschen spannender werden. Family mit Kinder, ich glaube ab 4-5 Jahren, ihr könnt eure Kinder für den ganzen Tag abgeben. Die gehen sogar mit denen essen. Das sind alles Ladies, die sind super lieb alle. Also wir haben sogar Juna animiert. Juna darf natürlich noch nicht alleine in der Kinderanimation, würden wir auch noch nicht machen. Gerade auch am Pool und so weiter für die Kleinen mega. Juna hatte mega. So einen Spaß. Das war echt schön. Ja, an dieser Stelle, wir müssen unsere Koffer zu Ende packen. Wir bedanken uns ganz lieb, dass ihr alle hier bei unserem Urlaub dabei wart. Wir hoffen, euch haben diese Videos gefallen und wirklich nochmal als Message, lebt jetzt. Ja. Scheißegal. Wenn ihr die Möglichkeit, es ist auch unsere Einstellung. Das Leben ist zu kurz, um auf jedem Cent zu sitzen und zu sparen und zu sparen und zu sparen. Und sparen. Ihr wisst nicht, was morgen ist. Deswegen, Leute, lebt jetzt, bleibt alle gesund, wir küssen euch und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Wenn es wieder heißt Johnny, Joni und Juna. Also mach's gut. Und jetzt nochmal das letzte Mal diese wunderschöne Aussicht. Und in diesem Video nehmen wir euch einmal mit durch das ganze. Keine Ahnung, Alter. Ich hab vergessen. Cut, cut. Ich bin raus.